Alle Spiele der Regionalliga West exklusiv auf Sport Total. Siebter Spieltag in der Regionalliga West. Der SC Wiedenbrück empfängt den Aufsteiger aus Bocholt, den ersten FC Bocholt. Bocholt lässt jetzt Wiedenbrück auch mehr und mehr gewähren. Schöner Doppelpass und die Riesenmöglichkeit für Stanislav Fehler in der 19. Spielminute. Spieler mit allen. Ein Stürmer geht immer drauf. Und Bümmer mit einer richtig guten Übersicht. Jetzt der Ball in die Mitte. Rutzke ist und Rutzke ist da. 1:0 in der laufenden Saison. Und wie schön war das herausgespielt. Flanke auf die linke Seite. Dann in den Strafraum. Rutzke setzt sich da durch und nimmt den Ball vor. Was ein schönes Ding. Und die Führung ist natürlich verdient. Wundert mich eigentlich, weil Fehler hat aus meiner Sicht ein ziemlich gutes Spiel gemacht. Aber erstmal gucken wir jetzt den Eckball. Der segelt durch den Strafraum. Wakamia ist da. Und der Schussversuch. Wiedenbrück kann den Ball noch nicht entschärfen. Jetzt. Aber Nanji setzt da sofort nach. Und dann der ungenaue Ball. Boah, ich setze dich da schön durch. Jetzt der Ball auf die linke Seite. Nanji probiert's einfach mal. Hölscher ist da, Fakro. Hölscher wieder. Boah. Unsicherheit. Und dann nutzt diese Unsicherheit die Nummer 9 von dem ersten FC Bocholt nicht. Riesenmöglichkeit zum Ausgleich für den ersten FC Bocholt. Und die dritte Ecke in der zweiten Hälfte schon. Wir haben gerade mal die 50. Spielminute. Ja. Lorch ist da. Lorch. Wieder ein Zielschuss vorbei. Lorch. Sieht Nanji. Nanji. Der schießt nochmal und Hölscher. An einem wunderbaren Samstagnachmittag. Und Sie sehen hier eine umkämpfte Partie. Eine offene Partie. Eine Partie, die lange noch nicht entschieden ist und jetzt aber das 2:0 durch die Nummer 16 Zahn. Dann kommt der SC Wiedenbrück und erzielt das 2:0 durch die Nummer 16 Benedikt Zahn, der eiskalt vom Tor ist. 72. Spielminute. Die Möglichkeit für Bocholt vielleicht noch mal einen Angriff zu starten. Wakro sucht die Position zum Abschluss und die findet er auch. Was ist das denn jetzt? 79. Spielminute und Bocholt erzielt den Anschlusstreffer. Und jetzt haben wir hier 12 Minuten vor dem Ende. Nochmal richtig Spannung drin. Der hat da vorne viel geackert. Der belohnt sich jetzt für seine Arbeit. Der Ball kommt nochmal zu Abuace. Abuace! Boah! Riesenmöglichkeit. Kurz vor dem Ende. Aber Wickel, der für mich auch eine gute Partie macht, pariert diesen Ball. Und nochmal auf der anderen Seite. Obst. Schiedsrichter Brahmkamp guckt schon auf die Uhr. Und jetzt pfeift er diese Partie ab. Er pfeift den 7. Spieltag hier in Wiedenbrück nach 93 Minuten ab. Und der SC Wiedenbrück gewinnt mit 2:1 gegen den Aufsteiger aus Bocholt, den ersten FC Bocholt. Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, war es das? Oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich ja, alles gut.